Wer von der Biskaya träumt, weiß nicht, wie uns geschah. Nie waren wir dem Himmel, der Hölle, ja so nah. Davon singt ein Lied und so manches Spiel, manche Nacht. Doch im Golf von Negos Grund lachte die Sonne. Schöner fängt ein Tag nicht an für einen Seemann. Blauer Himmel und die See zu träumen, da denkt keiner an zu Haus. Viele Jahre zieht es einen hinaus, weit hinaus. Biskaya weit, weit, weit hinaus. Wer von der Biskaya träumt, weiß nicht, wie uns geschah. Wie aus heiterem Himmel überfiel uns die Gefahr. Sturm zerfetzte die Segel und das Ende war so nah. Macht und Mut und ruhiges Blut, sonst geht keiner mehr nach Haus. Dieses war der Text zu diesem wunderschönen Lied und wir haben gehört, wie die Wellen der Biskaya, Sie wissen ja alle, wo die Biskaya ist, wenn sie aus dem Ärmelkanal rauskommen und dann links liegt Frankreich und davor liegt Spanien und im Rücken liegt die irische See. Wie ich noch zur See gefahren bin, sind wir sehr oft durch die Biskaya gefahren und es war immer ein tolles Erlebnis, wenn man aus dem ruhigen Ärmelkanal kam und dann in die Weite des Ozeans starteten. Und es war immer sehr, sehr toll, wie der Wind und auch die Wellen uns vorwärts trieben. Wir waren auf einem Schiff und wir merkten so manchmal, wenn das Schiff aus den Wellen rauskam, mit den Schrauben Wind machte und wir wieder mit dem Bug in die See reinstachen. Wir wollten in den Atlantik und das war eigentlich unser Weg. Und dieser Weg war immer durch die Biskaya. Und die Biskaya ist eigentlich ein sehr unruhiges Seegebiet mit vielen Stürmen und auch unheimlichen Wetter. So, das war jetzt unser Anfang. Jetzt wollen wir euch natürlich mitnehmen zu unserem kleinen Blog, den wir hier haben. Und zwar, wir nehmen euch mit den Tappenjungs auf große Fahrt. Thank you.
sag mal was. Dann sag ich mal was. Jetzt bin ich dran. Ja, liebe Gäste, als Captain der Gymtapp-Jungs heiße ich Sie auch ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, hier heute an diesem Konzert mitwirken zu können, im Konzert der Göttinger Schändlichors, der Marinekameradschaft Göttingen. Und ich möchte jetzt vorab erstmal noch den Holger hier auf der Bühne bitten, denn wir haben das ja vorher schon irgendwo gehört. Es ist ein besonderes Ereignis dieses Jahr für die Marinekameradschaft Göttingen. Der Schändlichor besteht 50 Jahre. Ja, lieber Holger, wir haben mit euch schon viele Konzerte gemeinsam erlebt. Viele Veranstaltungen, hat uns immer viel Spaß gemacht und so freuen wir uns ganz besonders auch heute Abend wieder dabei zu sein. Schönen Dank für die tolle Organisation hier heute Abend. Ich denke, das gebührt auch nochmal einen Applaus. Als kleines Mitglied, lieber Holger, haben wir dir hier ein Segelboot mitgebracht. Den Tampen, der Tampenjungs. Ja. Und wir möchten eine Kuhkette und das im Hals hier, wir möchten euch von der Marinekameradschaft ganz herzlich gratulieren zu diesem Jubiläum mit einem dreifach donnernden Peace Gold! Peace Gold! Peace Gold! Schönen Dank, jawohl. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Geschenk. Und ich muss das Lob, ne, wenn ich jetzt hier vorne stehe, ich bin ja nur der Vorsitzende, ich habe arbeiten lassen. Und hauptsächlich geht das Lob für die Organisation an unseren Dieter, unseren Chormanager, und an Harry, unseren Chorleiter. Vielen Dank also an euch. Ja, ich bringe noch eine kleine Strophe zum Geburtstag und dann übernimmt unser Elchner. Schönen Dank. Thank you.
Christoph, weißt du, wo es hingeht? Hey, sag nur Bockwurst. Bockwurst? Bring mich nicht ganz durcheinander. Ja, wir haben eben eine neue Strophe gedichtet, weil wir nichts zu tun hatten und haben Bockwürste gegessen mit viel Senf. Und dann kommt meistens wieder so eine kleine Idee in den Kopf. Aber ich glaube, wir wollen aber gucken, wo wir hinfahren. Und ich frage dann mal, Christoph ist nämlich unser Bootsmann. Ich bin ja nur der blöde Smut, ne? Was ein Smut ist, wisst ihr? Ja, das ist ein schmutziger Koch. Also Koch, das ist ein Koch. Smut. Na gut, ist eine andere Geschichte, die ich irgendwann mal wieder erzähle. Die werden nämlich schon ganz unruhig. Oh Bootsmann, sag uns doch.
viel was los. Und vor vielen, vielen Jahren, da gab es auch einen Piraten, der hieß Störtebeker. Wir haben auch einen Nachkommen davon mit bei uns in der Truppe. Die Ähnlichkeit ist vorhanden. Der kommt nämlich aus Marienhafen in Ostfriesland. Keine Nähe. Jedenfalls da in der Nähe ist auch Norden und im Norden gibt es Dornkart. So haben wir jetzt die Verbindung gezogen. Und unser Nachkomme von dem Störtebeker, darüber wollen wir jetzt ein kleines Liedchen singen. Es heißt Freimäurer. Thank you.
Mal wieder. Am besten in der Kneipe am Moor. Da schöne Lied. Amor, Amor. Nein, nein, nein. Na gut, dann sehen wir uns in der Kneipe am Moor. Irgendwo in der Nähe haben wir ja Moor, oben Hühnermoor. Und gut, lauscht mal. Und ich bin tatsächlich ein bisschen
auf sein Instrument, er darf nämlich immer sitzen, er spielt Cajon. Dr. Holger Babels am Akkordeon und Harmonika. Wolfgang Müller. Und hier vorne sitzt Markus Gräbe. Dazu muss ich eine Kleinigkeit erzählen. Der ist ja eigentlich zu uns gestartet und wir haben, er hat uns da auf die Bühne gebracht, sage ich jetzt einfach mal. Und in geheimer Mission hat er mir mal erzählt, ja, ich habe 8 Jahre lang gebraucht, bis ich das Akkordeon gelernt habe. 8 Jahre! Moment. Er hat mir aber auch gesagt, er hat 4 Jahre für die weißen Tasten gebraucht und 4 Jahre für die schwarzen. Aber das geht ganz gut hin. Und der zweite Mann als musikalische Leitung hier bei den Gimler-Tappen-Jungs, das ist an der 12-seitigen, der Stefan Becker aus Volkmarshausen. Danke dir. Vielen Dank, Jungs. Ihr wart echt spitze.
Ich hoffe, wir haben heute Abend so viel vor. Ich habe in Herrn München jetzt eben geregelt, dass die Straßenlampen länger anbleiben, damit Sie noch mit Licht nach Hause kommen. Denn diesen Kaffeemarkt hat ja freitags schon um 17 Uhr zugemacht, wo wir gestern waren. Da weiß man ja nie. Und damit ihr euch die Zeit gut merken könnt, auch fürs Personal jetzt hier, es geht weiter um 21 Uhr. Und dann wird es wie bei Hans-Joachim Kuhlenkampf oder bei Thomas Gottschalk. Also 21 Uhr geht's weiter, dann mit dem Chantichor aus Landwehrhaken, die ich dann aber noch einmal kurz ansage. Schöne Pause, bis nachher und denkt an das Spendenschiff.